Lieber Professor de Sayas, lieber Matthias Lefert, meine sehr geehrten Damen und Herren, also wir haben es möglich gemacht, dass wir seinen Vortrag hören konnten. Das war ein bisschen aufwendig, aber ich glaube, man muss sich einfach nur zu helfen wissen in diesen Zeiten. Ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind. Mit Professor de Sayas haben wir natürlich einen Referenten gewonnen, der kompetent ist wie kaum ein anderer, aber ich freue mich heute auch, jemanden vor mir sitzen zu sehen, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, mit Wilfried Rogasch. Er war Kurator für unsere ganzen Ausstellungen, die wir im Kronprinzenpalais gemacht haben, seitens des Zentrums gegen Vertreibungen. Und der Professor de Sayas gehörte dem wissenschaftlichen Beraterkreis an. Darum waren das Top-Ausstellungen. Wir haben 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges, aber auch 30 Jahre Wiedervereinigung. Was hat das miteinander zu tun? Die Wiedervereinigung bedeutete für die Menschen im Osten Deutschlands, die in der DDR lebten, dass sie danach erstmals über ihr Schicksal überhaupt reden durften. In der DDR war das verboten. Die Vera Lengsfeld hat lange nicht gewusst, dass sie ein Vertriebenenkind ist, dass ihre Eltern Vertriebene sind. Die Eltern wagten sich nicht, mit den Kindern darüber zu sprechen, aus Angst, die plaudern dann in der Schule darüber. Also damit brach auch etwas auf in den neuen Bundesländern, dass ein Gefühl der Befreiung auch für die eigene Familiengeschichte möglich war, was bis dahin alles unterdrückt gewesen ist. Aber es ist schon ein breites Thema, da kann man solche Bücher schreiben. Ich versuche es mal komprimiert auch darzustellen aus meiner Perspektive. Es war natürlich viele Jahre lang mein Leib- und Magenthema und ich war also die beliebteste Feindin in Polen, weil ich mich des Themas gewidmet habe und war gleich nach der Angela Merkel die bekannteste Person überhaupt. Natürlich immer in SS-Uniform abgebildet und mit Hakenkreuzen dekoriert, obwohl ich dafür gar nichts konnte. Wie vielen anderen auch, insbesondere aus meiner Generation, ist es mir persönlich sehr spät wie Schuppen von den Augen gefallen, dass auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges Menschenrechte immer noch keinen allgemeingültigen Stellenwert hatten. Theresienstadt, das ist für uns ein Begriff, war auch danach ein Ort des Schreckens. Theresienstadt war auch nach Hitler grausam und tödlich. So wie hunderte andere Lager, Professor de Sayas hat ja schon etliche Lager auch aufgezählt, Potulitz, Lambsdorff, Aussicht, Brünn und so weiter, ist für viele der Erlebnisgeneration in schrecklichster Erinnerung. Zigtausende Zeitzeugenberichte sprechen im Bundesarchiv, die sind in Bayreuth gelagert, eine ganz beklemmende Sprache. Und es konnte sogar geschehen, dass der Weg für ein und denselben Menschen aus dem nationalsozialistisch betriebenen KZ Theresienstadt in das dann von Benesch benutzte KZ Theresienstadt geführt hat. Hans-Günther Adler als rassisch verfolgter Insasse während der nationalsozialistischen Zeit beschreibt in seinem Buch Theresienstadt 1941 bis 1945, das ist das Standardwerk über Theresienstadt, wortwörtlich, ich zitiere: Die Befreiung von Theresienstadt hat das Elend in diesem Ort nicht beendet. Nein, nicht allein für die ehemaligen Gefangenen, die Mehrzahl, darunter viele Kinder und Halbwüchsige, wurden bloß eingesperrt, weil sie Deutsche waren. Nur weil sie Deutsche waren, schreibt er und weiter. Der Satz klingt erschreckend bekannt, man hatte bloß das Wort Juden mit Deutschen vertauscht. Und die Fetzen, in die man die Deutschen hüllte, waren mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Menschen wurden elend ernährt, misshandelt. Und, schreibt er, es ist ihnen um nichts besser ergangen, als man es von deutschen Konzentrationslagern her gewohnt war. Und Adler saß als Jude in Theresienstadt. Und die Absurdität dieses nationalistischen Denkens jener Epoche wird ja schlaglichtartig auch durch die Aufzeichnung des sudetendeutschen Oskar Schindler beleuchtet. Sie können sich vielleicht erinnern, es gab eine Verfilmung Schindlers Liste.
Der hat in seinen vor geraumer Zeit entdeckten Unterlagen finden sich in einem Brief an den Filmregisseur Fritz Lang, ein sehr renommierter Regisseur, aufschlussreiche Anmerkungen. Oskar Schindler, der Mann, der als Nationalsozialist 1200 Juden mit Mut und Einfallsreichtum das Leben rettete, notiert in seinen Notizen zum Schicksal seines besten Freundes aus Krakauer Jahren Folgendes. Er schrieb, Major Franz von Korab wurde im letzten Kriegsjahr als Halbjude erkannt und aus der Wehrmacht ausgestoßen. Und die Tschechen haben ihn in Prag, wo er dann lebte, bei Kriegsende als deutschsprachigen Zivilisten erschlagen. Das heißt, bei den Nazis war er der Jude und war nicht gewollt. Und dann, nach Ende des Krieges in der Tschechoslowakei, war er der Deutsche, der nicht gewollt war und umgebracht wurde. Oskar Schindler hatte mehr Glück, er überlebte, wie wir wissen, aber er verlor seine Heimat wie nahezu alle Sudetendeutschen, auch jüdische, die nationalsozialistische Herrschaft überstehen konnten. Das spielte überhaupt keine Rolle. Wer als Deutsch deklariert war, selbst wenn er Jude war, wurde vertrieben. Zwischen 1945 und 1950, da muss man sich die Zahl vorstellen, wurden rund 15 Millionen Deutsche aus ihrer Heimat vertrieben. Das sind mehr Menschen, als Schweden und Norwegen zusammen an Einwohnern haben. Und zwar ausschließlich im kommunistischen Machtbereich fanden diese Menschenaustreibungen statt. Es war die gewaltigste Massenvertreibung einer Volksgruppe, die es überhaupt in der Geschichte jemals gegeben hat. Und Viktor Gollancz, englischer Verleger und Humanist und 1960 Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, der wird immer in Frankfurt in der Paulskirche verliehen und ich wohne ja in Frankfurt, der konstatierte, die Deutschen wurden vertrieben, aber nicht einfach mit einem Mangel an übertriebener Rücksichtnahme, sondern mit dem denkbar höchsten Maß an Brutalität. Mit dem Kriegsende, mit dem 8. Mai, hatten Unmenschlichkeit und Grausamkeit in Europa also immer noch kein Ende. Und wer heute suggerieren will, und das tut man gerne, dass mit dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft die Menschenrechte in Europa weit blühten und gediehen und das alles dann seinen gerechten Sinn hatte, der ist entweder unwissend, er ist unwillig oder menschenverachtend. Denn dieser 8. Mai konnte außer von den Vertriebenen ja auch von Millionen anderen nicht als Tag der Befreiung empfunden werden, wie der Russe Lew Kopelew zum 50. Jahrestag des Kriegsendes 1995 schrieb, und ich hatte das Vergnügen, ihn in Bonn noch persönlich kennenzulernen. Der schrieb, der wohlverdiente Rattentod Hitlers in seiner Kanzlei brachte den Völkern des Westens Erlösung. Der unverdiente, mit 30 Millionen Menschenleben bezahlte Triumph Stalins überzog die Welt mit neuen, tödlichen Gefahren, brachte Unglück, brachte unsagbare Leiden und Verderben für die Länder in Ost- und Mitteleuropa, die zu totalitären Vasallen einer neuen totalitären Weltmacht wurden. Denn Stalins Terror wütete in Mittel- und Osteuropa und raffte weiterhin Millionen Menschen dahin. Die Deutschen in Mitteldeutschland, Ostzone, DDR, lebten in einer neuen Diktatur anschließend. Die kamen nämlich von einer Diktatur sofort nahtlos in die nächste Diktatur. Also ich sage, für alle, die in der DDR lebten, war mit dem Fall der Mauer war etwas an Befreiung vorhanden, aus einer zweiten Diktatur befreit zu werden. Und die Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat war ein brutaler Teil europäischer Nachkriegsgeschichte. Viele wollen davon eigentlich gar nichts wissen. Und bis viele Jahre nach Kriegsende wurden insbesondere Frauen, Kinder und alte Männer allein deshalb Opfer von Deportation, von Zwangsarbeit und Vertreibung. Zwangsarbeit spielt eine große Rolle. Also es gab schreckliche Zwangsarbeitslager und also auch Kinder wurden schon zur Feldarbeit herangezogen. Und es half ihnen nicht, dass sie persönlich schuldlos gewesen sind. Mehr als 2 Millionen Menschen haben diese Torturen am Ende nicht überlebt. Und da ist ein Zeuge, was das bedeutete, und zwar Robert H. Jackson.
Der amerikanische Hauptanklagevertreter bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, also er klagte die Deutschen an. Er beklagte im Oktober 1945, also in diesem Monat vor 75 Jahren, in einem Brief an den US-Präsidenten Harry S. Truman, dass die Alliierten selbst genau die Dinge getan haben oder tun, für die wir die Deutschen gerade anklagen, so schrieb er. Und der britische Philosoph Bertrand Russell schrieb im selben Monat, ich zitiere wieder, ich zitiere übrigens gerne, denn wenn wir als Deutsche das erzählen und sagen, dann wird uns ja so eine Art Revanchismus vorgeworfen. Deshalb ist es immer gut, wenn wir ausländische Historiker, Politiker und Wissenschaftler haben, die diese Themen, so wie auch Alfred Maurice Zayas als Amerikaner, die sich dieses Themas widmen. Bertrand Russell schrieb, in Osteuropa werden jetzt von unserem Verbündeten Massendeportationen in einem unerhörten Ausmaß durchgeführt und man hat ganz offensichtlich die Absicht, viele Millionen Deutsche auszulöschen. Nicht durch Gas, sondern dadurch, dass man ihnen ihr Zuhause und ihre Nahrung nimmt und sie einem langen, schmerzhaften Hungertod ausliefert. Das gilt dann nicht als Kriegsakt, sondern als Teil einer bewussten Friedenspolitik. Das klingt ja schon wirklich absurd, das muss man sagen. Und am 25. Oktober 1945 berichtete der Berater General Eisenhowers Robert Murphy nach Washington, Mitarbeiter, die Flüchtlingszüge aus dem Osten ankommen sahen, stellen fest, dass sich die Leute meistens in bedauernswertem Zustand befinden. Einige berichteten, dass sie ausgeplündert und um die wenigen Habseligkeiten gebracht wurden, die sie überhaupt mitnehmen durften. Mehr als 50 Kilogramm durfte sowieso niemand mitnehmen. Und der amerikanische Historiker Norman Neymark resümierte, Tatsache ist, dass ungefähr 2,5 Millionen Deutsche umkamen und 11,5 Millionen dann vertrieben wurden, einzig und allein, weil sie Deutsche waren. Entscheidend war ihre ethnische Zugehörigkeit, Professor Desayas hat das ja auch schon angesprochen, und nicht ihre Staatsbürgerschaft, ebenso wenig die Frage, ob sie gute oder schlechte Deutsche waren, Faschisten oder Antifaschisten. Das war keine Abrechnung mehr zwischen Bevölkerungsgruppen. Die Vertreibung der Deutschen wurde politisches Staatsziel. Wir wissen in Deutschland, und das wird unseren Schülern ja schon in den Grundschulklassen nahezu beigebracht, dem Schicksal der Vertriebenen ging Grauenhaftes voraus. Auschwitz wurde sozusagen zum Synonym dafür. Und da muss man sagen, Hitler hat die Büchse der Pandora geöffnet. Und mit dem Einmarsch in Polen begann er einen unmenschlichen Krieg, und mit seiner Rassenpolitik riss er zunächst in Deutschland und dann in Europa alle humanen Schranken nieder. Und das wissen die deutschen Heimatvertriebenen sehr wohl. Und wichtige Amtsträger des Bundes der Vertriebenen, wie Wenzel Jaksch, Herbert Hupka oder Hans Lukaschek, waren Verfolgte des Nationalsozialismus. Also sie waren selbst im Dritten Reich verfolgt. Und ein Gefühl der Scham wegen der unvorstellbaren Verbrechen in deutschen Konzentrationslagern wird von den allermeisten deutschen Vertriebenen empfunden, auch wenn weder persönliche Schuld oder noch Verantwortung gegeben ist. Was aber die Menschen zornig macht, das habe ich immer wieder erlebt in vielen Gesprächen, was zornig macht und was am Ende verletzt, das ist die jahrzehntelange Erfahrung, dass allzu oft die Tatsache der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft als probates Stoppschild missbraucht wurde und teilweise auch immer noch missbraucht wird. Sprechen Sie mal mit linken Politikern oder grünen Politikern. Und teilweise immer noch, um einer menschenrechtskonformen Aufarbeitung des Schicksals in der Mitte des 20. Jahrhunderts auszuweichen. Man will sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Hitlers Herrschaft wird nicht nur als Erklärung herangezogen, sondern mit ihm wird diese Massenvertreibung gerechtfertigt, ja, sie wird entschuldigt. Es wird etwas gerechtfertigt, und was nicht zu rechtfertigen ist. Wir Deutschen sind ein kompliziertes Volk, muss man schon sagen.
in diesen Tagen und diesen Monaten, auch mit Corona, kann man das überall feststellen. Ich habe immer das Gefühl, wir leben in einem Irrenhaus, aber nicht mehr in einem normalen Land. Und deshalb wundert es nicht. Ein unverkrampfter und wahrhaftiger Umgang mit diesem Teil deutscher und auch europäischer Geschichte ist immer noch nicht Allgemeingut. Weil immer wieder mitschwingt gerechte Strafe für Hitler. Nicht nur Deutschland, sondern die Völker Europas müssen sich ihrer Vergangenheit und ihrer Verantwortung stellen, um ein dauerhaftes, friedliches Miteinander zu finden. Und ich begrüße wirklich sehr, da ist Ungarn wiederum ein Vorbild, dass Ungarn als einziges Nachbarland einen Gedenktag für die vertriebenen Ungarndeutschen eingerichtet hat. In Ungarn gibt es auf der einen Seite einen Holocaust-Gedenktag und einen Gedenktag für die vertriebenen Ungarndeutschen. Kein anderes unserer Nachbarländer hat so etwas eingeführt. Dafür wird Viktor Orban wahrscheinlich auch noch gescholten. Man sucht ja immer nach irgendwelchen Argumenten, was man ihm noch anhängen kann. Also für mich ist Ungarn ein Vorbild. Und ich war seinerzeit eingeladen in das ungarische Parlament und durfte in diesem wunderschönen Parlament, der Wilfried Rogasch hat für sowas ein Auge, durfte ich da eine Rede halten von dem Rednerpult. Und das werde ich auch nie vergessen, dass dieser Gedenktag eingeführt wurde. Angst, was man immer glaubt, Angst vor Relativierung der Opfer des Nationalsozialismus braucht man in Deutschland bestimmt nicht zu haben. Eher passiert, steht die Welt Kopf. Relativiert wurden und werden aber die Schicksale danach folgender Opfer bis zum heutigen Tage. Und Peter Glotz, mein langjähriger, viel zu viel und viel zu früh verstorbener Mitvorsitzender der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, das ich mit dem Bund der Vertriebenen aus der Taufe gehoben hatte, hat es auf den Punkt gebracht in seinem letzten Buch. Und wenn ich das jetzt zitiere, wenn ich das jemals original so gesagt hätte, würde ich anschließend massakriert werden. Peter Glotz war Gott sei Dank Sozialdemokrat, der konnte das sich leisten. Es ist, kommt nämlich immer darauf an, wer was sagt. Also wer der AfD angehört, darf sich eigentlich schon mal gar nichts leisten. Darüber sind wir uns ja schon einig. Also er sagte, in seinem Buch schrieb er, von Heimat zu Heimat heißt dieses Buch, ist wirklich lesenswert. Er schrieb, wir haben nicht vergessen, wer den Zweiten Weltkrieg angefangen hat. Hitler, und zwar mit Zustimmung vieler Deutscher. Das heißt aber nicht, dass es Täter- oder Opfervölker gäbe. Jedes Volk ist eine vertrackte Mischung aus Tätern, Mitläufern und Opfern. Die Vertreibung, schrieb er, war, was immer die Siegermächte im August 1945 beschlossen haben, ein Verbrechen. Und gegen Ende unseres Lebens wollen wir, die Flüchtlinge und Vertriebenen des Jahres 1945, darüber offen reden und unseres Schicksals vergewissern. Das lassen wir uns nicht verbieten, schreibt er. Ich lasse mir nicht einreden, dass eine korrekte Darstellung der Vertreibung und die Forderung, die unschuldigen Opfer dieser Vertreibung nicht zu vergessen, auf eine Rehabilitierung der Nazis und auf eine Beschuldigung der Nachbarvölker hinausliefe. Und dann schrieb er einen Satz, den muss ich schon sagen. Es wird kein politisches Europa geben, solange man einige europäische Völker wie sanfte Irre behandelt, mit denen offen zu diskutieren, der Therapie widerspricht. Ich finde diesen Satz einfach spitze, muss ich sagen. Soweit mein Mitstreiter Peter Glotz. Und Hannah Arendt, im ostpreußischen Königsberg aufgewachsen, gehörte zu den Vertriebenen der Hitler-Diktatur, die dem Genozid entrinnen konnten. Und für sie gab es keinen Determinismus, der in diese Barbarei der Nachkriegszeit führen musste. Und wir müssen feststellen, wer in den Kategorien von Blutrache denkt, der kann die Vertreibung als gerechte Strafe für den Holocaust, für Hitlers Massenmorde und den Zweiten Weltkrieg sehen. Einzelne, wie der Zukunftsforscher und Korrespondent Robert Jung, sahen 1945 durch die Brutalität gegenüber der deutschen Bevölkerung sogar den Geist des Widerstandes gegen Hitler verraten. Und Gerechtigkeit wich auch nach 1945 einer neuen Willkür. Das war ein schlechter Neubeginn für Europa.
Und wie kann man aus einer solchen Hölle des Grauens ein friedliches und fruchtbares Miteinander für Gegenwart und Zukunft gewinnen? Ich sage, nur durch Wahrheit. Und die deutschen Heimatvertriebenen haben es fertiggebracht. All das, was ihnen widerfahren ist, trotzdem ein konstruktives Miteinander hineinzubringen. Wir müssen uns in Deutschland, davon bin ich überzeugt, und in Europa unsere Vergangenheit auf dem Fundament der Unteilbarkeit von Menschenrechten offen stellen. Und wenn ich am Ende Günter Grass zitiere und den polnischen Journalisten Adam Michnik, beide haben in großer Einmut festgestellt, dass historische Versöhnung nicht stattfinden kann, wenn düstere Kapitel der Vergangenheit tabuisiert werden. Und zu diesen Kapiteln unserer gemeinsamen europäischen Geschichte und Vergangenheit gehört eben auch die gewaltsame Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat. Ich bedanke mich, wünsche alles Gute.